Dazu koche ich türkisch. Heute machen wir Mercimek Çorbası, also Linsensuppe. Ein absolutes Muss in der türkischen Küche. Dafür brauchen wir Tereyağı, Butter, Kırmızı Mercimek, rote Linsen, Soğan, eine Zwiebel, Patates, eine Kartoffel. Wer mag, kann auch eine Karotte dazugeben, Havuç. Und Sarımsak, Knoblauch, das darf nicht fehlen. Zum Würzen brauchen wir Tuz, Salz, roter scharfer Pfeffer, Kırmızı pul biber und Nane, das ist Minze. So, nachdem wir alles geschält haben, fangen wir an, das Gemüse klein zu schneiden. Wer sich später etwas Arbeit sparen möchte, schneidet am besten alles so klein und fein wie möglich. Warum? Erkläre ich euch später. Hier wird erstmal alles klein gehackt. Knoblauch und Karotte muss nicht sein, aber es gibt eine schöne Farbe und einen tollen Geschmack. So, jetzt brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser. Da kommt das ganze Kleingehackte rein. Und ein Löffel Salz und die roten Linsen. Das ganz einfach, ab auf den Herd und schön kochen lassen. So, wenn alles gekocht ist, das meinte ich auch vorher mit Kleinhacken, löst sich im Grunde alles von alleine auf. Aber wenn man so faul ist wie wir, braucht man dann noch einen Mixer. So, und dann füllen wir alles in einen anderen Topf um. Und so muss das aussehen. Genau so. Jetzt kommt noch was ganz Feines. Wir nehmen Butter. Vielleicht nicht so viel. In eine kleine Pfanne. Und erhitzen das alles erstmal. So. Dann schütten wir die Gewürze rein. Erstmal den scharfen Pfeffer. Das macht man dann auch je nach Geschmack viel oder wenig. Die Minze, das ist ganz wichtig. Und das wird jetzt hier alles zusammen angebraten. Wer nicht so viel Buttergeschmack mag, nimmt weniger. Wer es nicht scharf mag, einen roten Pfeffer nehmen, der nicht scharf ist. So, nehmen wir das zur Seite. Dann kommt der Topf und wir schütten die Butter mit dem Gewürz in die Suppe rein. So muss das aussehen. Nochmal rühren. Nehmen wir das in eine Schüssel oder in einen Teller. Heiß servieren. Am besten noch einen Schuss Zitrone rein. So isst man das für gewöhnlich in der Türkei. Noch ein Stück Pide. Wünschen wir guten Appetit. Afiyet olsun und bis zum nächsten Mal.